Thank you.
das Wort erfülle für der Versches aus Sander. Ich habe denn keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Spät und zog es aus und schloch nach dem hohen Priester Knecht und hieb ihm seines Ohr ab und der Knecht im Ausschuss. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Späte Festes des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jünden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde und lacht wie des Thank you.
Petrus aber folgte Jesu nach und ein anderer Jünger. Ich spreche nicht.
aber die Knechte und Diener uns Heidenkäufe gemacht, denn es war kalt. Und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nicht im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage dir darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, da bediene einer, die dabei stunden, Jesu einen Backen zugleich und sprach: Solltest du dem Hohenpriester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du gebunden zu dem Hohepriester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich.
Das flachen sie zu ihm. Spricht es hohe Priesters Käskleine, ein Gefreuter des, dem Petrus das Haar abgehauen hatte. Sache ich dich nicht im Garten bei ihm, da verleugnete Petrus aber an und also erklärte der Hahn. Lady.
führeten sie Jesum von Kaifa vor das Lichthaus, und es war früh. Und sie gingen bis ins das Lichthaus, auf das sie nicht unrein für den Sonnenosten essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diese Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wegen diesem nicht an jemanden. Bin ich ein Jude, dein Volk und die hohen Priester haben dies mir hier antwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden da aufkämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass sie die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüngern und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einwandlos gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden königlos gebe? Dann schlehen sie wieder alles an und schlafen. Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Wahrheit. Nicht diesen, sondern Wahrheit, Wahrheit. Aber es aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und
allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Oh,
täglich Knäste flotten eine Krone von Dornen und satzen sie auf sein Haupt und legen ihm ein Purpurkleid an und sprangen. Erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und es sprach zu ihnen, wisch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schlehen sie uns lachen. Zu geben. Jesus antwortet.
hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nichts wäre von oben herabgegeben. Darum, die mich die überantwortet hat, die hat größere Sünde. Von dem Hand lascht hat Pilatus, wie ihn losließe. Thank you.
retten. Sein Kreuz und ging in also Städte, die da heiße Städte steht, Verse heiße es auf Hebräisch, Gott der Tag. Eid, ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, Eid, ihr angefochtenen Seelen, Eid, 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 ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus eurem Höhlen, Eid, 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 nach Golgatha, Eid, nach Golgatha. Nehmet an des Glaubens Flüge, nehmet an des Glaubens Flüge, flieht, 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 zum Kreuz des Zum Kreuzes Hüge, eure Wohlfahrt blüht alle, eure Wohlfahrt blüht alle. Eid, ihr angefochtenen Seelen, Eid, ihr angefochtenen Seelen, Eid, ihr angefochtenen Seelen, Eid, 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 ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus eurem Mann. Golgatha.
sitten sehen und Mitglied bin andere zu beiden Seiten, Jesus aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Ehreschrift und satte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: Jesus von Nazareth, die Jüden König. Diese Überschrift lassen wir jüngen, denn die Städte vernahre bei der Stadt, dass Jesu gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester durch den zu Pilato: Schreib ihn nicht, aber dass sie Jesu gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten drei Teile. Einer gegen die Christenknechte sein Tag, dazu auch den Rock. Die Rock aber war ungenäht, von oben an gefüget durch und durch. Das sprachen sie untereinander. Das ist ein bisschen, 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 das ist ein bis
Sie haben meine Kleider und es ist geteilt und haben über meinen Rock das Moor geworfen. Solches taten die Christenknechte, es stund aber bei dem Kreuz in Jesus eine Mutter und seine Mutter Schwester, Maria Kleobe Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahet und den Jünger dabei stehen, den er bei hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu den Jüngern: Siehe, das ist deine Mutter. Ist vollbracht.
Mein Tore, Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, Tore, Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, Tore, Heiland, lass dich fragen,
da du nun mir ans Kreuz geschlagen, ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Kann ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich, das Himmelreich ererben? Ist alle Welt Erlösung da, alle Welt Erlösung da, alle Welt Erlösung da, alle Welt Erlösung da. Vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, vor Schmerzen zwar nichts sagen, doch neigest du das Haupt, das Haupt, doch neigest du das Haupt und sprichst, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend. Ja, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend. Ja, stillschweigend, stillschweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja. Und siehe da, die Wolle im Tempel, sie riss ins Verstrick, von oben an bis unten aus. Und siehe den Erdbebende, und die Felsen sie rissen, und die Gäbe täte sich auf, und zu den Armen Leibe der Heiligen. Bei Jesu Leiden gleichfalls.
ganze Welt, die Irre bet, die Gräbe spalten, weil sie den Schöpfersinn erkalten. Was wirst du deines Ortes tun?
es gewiss Tag war, dass nicht die Leiche mehr an Kräuter bieten den Sabbat führe. Denn des ewigen Sabbat war sie groß, warten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen führten. Da kamen die Christknechte und brachen dem Ersten die Beine und dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, lachen sie ihm die Beine nicht, sondern die Christknechte eine öffnen seine Seite mit einem Spiel. Und aus aber ging Blut ein Wasser heraus, und der das gesehen hat, die hat gebezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und der Selige weiß, dass wie Wahrheit saget, auf das sie gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfülle fülle. Ihr solltet ihm kein Bein zerbrechen. Und aber man spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestorben haben. Von Arimathea, die ein Jünger Jesu war, doch heimlich erfuhr von den Jüngern, dass möchte an Erbeten nehmen Jesu. Und Pilatus erlaubte es, derowegen kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, er vormals über Nacht zu Jesu kommen war, und brachen mitten und Aaron untereinander bei Hund erfunden. Da nahmen sie den Leich
Tische mit Spät zerreißen, wie die Dünden fliegen zu geklappen. Es war aber an der Stätte, da er gekreuzige Vater gatte, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelegen war. Da 17 lebten sie Jesum, und ihr Lüsttag willen der Jünden, die weit das Grab nahm.